Hallihallo, meine lieben Leute. Leider gab es ein paar technische Schwierigkeiten am Ende des letzten Videos, beziehungsweise in dem Stream, der dazu gehörte, sodass ich meinen kompletten Spielstand verloren habe und der Spielstand existierte nur bei mir. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Hof angefangen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben dann ein bisschen schneller gespielt, alles, was wir schon mal hatten, so an Zwischensequenzen und so, nicht mehr zwangsweise vorgelesen, sondern nur durchgeskippt. Und ich denke, der Hof ist jetzt deutlich interessanter auf jeden Fall. Wir haben nämlich den Monsterhof genommen. Und das ist bei Lumi gespeichert. In der Hoffnung, dass bei ihr nicht irgendwas kaputt geht. Ich weiß nicht, was da mit Steam passiert ist. Normalerweise wäre ein Cloud Save dafür. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und los geht's. Reingehen, weil ansonsten. Hä? Uhu. Ja. Bin wieder da. Bei mir ist nichts mit Multiplayer. Du bist aber schon im Koop-Spiel, ja? Ich meine schon. Gucke ich nach, wie das geht. Mehr Spieler. Ist doch da. Bei mir ist es in dem Optionsmenü. Da, wo auch allgemein automatisches Laufen, bla 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 ist. Und da bist du runtergescrollt, kommt irgendwann mehr Spieler. Also mir ist allgemein, dann kommt Sound. Nee, dann hast du irgendwas falsch gemacht, weil du bist im Singleplayer. Da muss mehr Spieler zwischen allgemein und Sound kommen. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Dann mache ich es halt nochmal neu. Aber du hast schon ein Koop-Spiel gestartet, ja? Ich meine schon. Es klingt aber, als hättest du ein Singleplayer-Spiel gestartet. Ich habe aber, soweit ich weiß, in Koop gestartet. Also vielleicht war ich wirklich zu doof gerade. Dann machen wir es eben nochmal. Oh Mann. Sehr gut. Wieder die Lieber Haare das ein rausholen. Lumida-Moment. Wenn du so weitermachst, etablierst du das echt. Ich will das nicht. Ich sag's nur immer, wenn sowas passiert. Und Ja, dann merkst du mal, wie oft sowas passiert. und irgendwann, ja, irgendwann werden das die Leute übernehmen und dann so 30 Jahre nach meinem Tod werden noch Leute lachen und sagen, oh, das war mal wieder so ein typischer Lumina-Moment. Danke. Ohne Scheiß, das ist etwas, womit ich nicht den Menschen in Erinnerung bleiben möchte, nachdem ich gestorben bin. Mit einer Assoziation zu doof. Aber wäre das nicht super, wenn die Leute deinen Namen benutzen, ohne den Grund zu kennen, selbst wenn die dich nicht mal ansatzweise kennen, das wäre voll lustig. Nein! Wenn das so in der Community von Twitch sich einfach so wie so ein Lauffeuer verbreitet. Du bist ganz schön Lumi, wäre witzig. Das ist ganz schön. Es wird ja immer schlimmer. Jetzt finde ich mein Hemd nicht mehr. Hast du die Nummer nicht gemerkt? Oh, das wäre schlau gewesen. Nein. So. Und Alles. unterstehe dich zu sagen, das ist ein Lumida-Moment. Nee, ich sag das nicht, aber ich bin hier nur im Hauptmenü und ich habe schon wieder zwei Sachen, die auf jeden Fall auf YouTube landen. Und sie hat mir vorhin gesagt, alles ist vorbereitet. Ich habe alles vorbereitet. Ich kann ja auch nichts dafür, dass es nicht geht. Okay. Optionen. Hast du Allgemein. es Mehr wieder Spieler. vergessen? Oh ja, tatsächlich. Yay! Freund einladen. Oder ein. Ja, Freund Freund einladen. Und einladen. dann kannst du einfach mich klicken und jetzt über Steam alles. So, sparen wir uns dieses Einladen. Code-Gedöns. Genau, da habe ich eine Einladung bekommen. Play Game. Gucken, ob ich in der Position überhaupt meine Tastatur verwenden kann. Neuer Scheiße. Bauer. So. So. Mir gefällt, das nehme ich dann. Ach so. Das sieht doch gut aus. Hey, das sieht voll nach meinem Kanal und mir aus. Das Einzige ist, dass wir noch eine Brille bräuchten. Hast du Jetzt echt sieht's nach mir freiwillig, aus. wenn du die Option hast, einen Charakter zu spielen, ohne Brille einen mit Brille nimmst? Ich Das verstehe ich spiele halt einfach mich. nicht. So, ich bin Ja, da. ich spiel mich auch, aber ich bin in meinem Herzen bin ich ohne Brille. Hi. Ist das auch ein So. Grün? Ja, ich habe ja gesagt, das ist gerade mein Kanal. Du siehst ein bisschen dicker aus als das letzte Mal. Ich glaube, es gibt keine Dicke in dem Spiel. Aber du siehst dicker aus. Vielleicht habe ich einfach zugenommen. Hast ein paar Pastinaken gefuttert, ne? Ich weiß immer noch nicht, was Pastinaken sind tatsächlich. Ernsthaft nicht? Nee, noch nie eine Pastinake gesehen. Kennst du Petersilienwurzeln? Wurzeln? Nee, ich kenne nur Petersilie an sich. Okay, also Pastinake ist so ein. Also so ein. Sieht es eine Wurzel? Also sieht auch aus wie so eine Wurzel. Es ist so ein bisschen länglich und vorne dünner als hinten. Also es wird nach hinten hin dicker. Es kommt ja darauf an, wie du das Ding hältst. Kommt immer drauf an, wie man Dinge hält. Das vergeht schon wieder gut los, ne? Ich habe schon Kohle gefunden. Kohle, Kohle, Kohle. So. So, und ich könnte gleich schon einen Mittagsschlaf machen, so wie das aussieht. Aber mich letztes Mal fragen, warum ich so früh Sachen gemacht habe.
So, und ich habe aber was rausgefunden. Ich kann einfach X gedrückt halten und drüber laufen zum Säen, was natürlich alles deutlich schneller macht. Da gab es doch mit der Tastatur auch irgendeinen Trick. Den weiß du kannst, glaube ich, aber Linksklick gedrückt halten und laufen, würde ich behaupten. Verdammt, jetzt hat keiner von uns die 50 Holz, um was Dingens zu machen, ne? Ich habe 50 Holz. Ich baue mal eine Kiste, damit ich mein Zeug reinlegen kann. Ich würde gerne noch einkaufen gehen. Sag mal bitte. Bau mal bitte eine Kiste. Ja, das Chef, ist schön. Bau mal bitte eine Kiste. Ich möchte mein Zeug effektiver verarbeiten. Das ist gut. Das ist besser als bau mal eine Kiste. So, Herstellung Kiste. Schwupp. Ja. Und dann gehe ich mal Samen kaufen, gell? Gehst du jetzt kaufen? Na gut, dann musst du mir die Pastinaken geben, sonst wäre ich jetzt kaufen gegangen. Ich leg sie dir in die Kiste, weil dann müssen wir sie nicht einzeln rüberreichen. Ja. Deswegen. Oder soll ich sie anbauen? Nein, nein, alles gut. Wenn du jetzt einkaufen gehst, ich wollte nur, dass wir noch dran denken, diesmal einkaufen zu gehen und das nicht wieder verpennen. Ja, das stimmt. Das war nämlich letztes Mal ja nicht so gut. Oder zumindest nicht so effektiv. Du kannst übrigens direkt mit Bohnen anfangen, die kann man mehrfach ernten. Das wäre, glaube ich, am Anfang jetzt direkt Tag 1 ganz gut. Wir fangen mit allem an, weil dann können wir nämlich die Quest schon direkt lösen. Ach, Mann. Ja, wenn wir von allem was da haben. Dieses Min-Maxen immer. Du hast angefangen mit, ich soll Bohnen anfangen, weil man die immer wieder ernten kann. Ich habe das Ganze nur noch weiter optimiert. Ich meine, am Anfang überhaupt Quests, so, um Sachen, wegen Sachen anbauen. Wir hatten doch schon bei Tag 6 oder 7 hatten wir ja doch schon die Kartoffel-Quest. Stimmt, aber das glaube ich. Na gut, okay, da gibt es dort irgendwann. Ich hatte tatsächlich, ich habe heute ein bisschen Singleplayer gespielt, da hatte ich eine Pastinaken-Quest. Das war relativ entspannt. Siehst du? Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Liest du den Kram jetzt nochmal vor? Ich studiere die mutanen hiesige Flora. Wenn ich Lust drauf habe, bei Demetrius habe ich nicht vorgelesen gehabt, nicht der Meinung. Dünger okay. Kommt erst später, ne? Dünger kommt erst später, ja. Das ist, wenn du hier Farming auf 1 hast oder so, kannst du Dünger herstellen. Und Dünger verkauft ihr auch noch nicht. Übrigens ist mir heute auch noch was aufgefallen. Wir müssen ab und zu mal nach links unten gehen, weil dort gibt es Frühlingszwiebeln. Und die findest du sonst nicht, die kannst du auch nicht anbauen. Die musst du sozusagen in der Wildnis ernten. Übrigens so. Kann man auch wilde Samen herstellen, ne? Relativ bald. Nochmal, falls ich den Stream mit Facecam nicht auf YouTube stelle. Hallo an alle YouTuber. Und jetzt winke ich in die Kamera, total bescheuert. Guckt auf Steam. Guckt auf Twitch, da seht ihr sie eh. Ja, ich lösche das Video danach im Runterladen oder so. Keine Ahnung. Müsste man das nicht so als Introduce-Video machen und nicht einfach mit Facecam anfangen, sondern erklären, warum man jetzt facecamt und keine Ahnung was? Weil du eine Frau bist und dir mehr Zuschauer erhoffst? Ich zeige nicht meine Brüste. Aber du bist eine Frau auf Twitch. Reicht das nicht? Nö. Also ich finde meine Brüste tatsächlich hübscher als mein Gesicht. Also jetzt nicht so im Direktvergleich, aber im Vergleich mit anderen Menschen finde ich meine Brüste sehr schön und mein Gesicht ist so lala. Also, aber es kommt einfach komisch, wenn ich hier nur meine Brüste zeige. Ich will mich ja nicht darauf reduzieren. Da wirst du vor allen Dingen die Twitch Terms of Service kaputt machen, also violieren, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, verletzen. Da. Weißt du, dass ich das früher, als ich das Praktikum bei der PC Games hatte, habe ich das die ganze Zeit als Scherz angebracht, dass ich irgendwann mal eine Breastcam mache und da wusste ich noch gar nicht, dass es Twitch-Bitches überhaupt gibt. Tja, sie kommen alle auf die gleichen Ideen. Tja. Ja. Wüsstest du spontan, wer Gus ist? Lass mich kurz überlegen. Gus. Also Clint ist der Schmied. Levis ist der Bürgermeister. Ich dachte auch erst, wäre der Schmied, aber. Gus ist der Dings. Wirt. Genau. Ha. Ich wusste es nicht. Ich hab dann nachgeguckt im Beziehungsbildschirm. Kuckuck. Kuckuck. Ich habe auch gerade 10 Minuten gebraucht, um es rauszufinden. Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, allen selbstgekochte Marmelade zu geben. Die waren fast überall immer glücklich. Also wirklich echt viele sind da glücklich. Selbstgekochte Marmelade ist, glaube ich, was fast allen, also selbstgemachtes Essen überhaupt ist bei fast allen mag, außer Spiegelei. Das mögen sie irgendwie nicht. Die armen Eier. Aufgeschlagen, kaputt gemacht. Und Mayonnaise und sowas, das mögen sie tatsächlich auch. Ja, Frühlingszwiebeln, ich sag doch. Direkt aber am meisten bringt es tatsächlich, wenn man jemanden am Geburtstag etwas schenkt, was er liebt. Es bringt einem 4-5 Herzen zum Teil auf einmal. Deswegen sind diese Geburtstage so wichtig. Ich habe gerade 14 Frühlingszwiebeln geholt und die sind noch viel, viel mehr. Wo zum Henker hast du die denn her?
Ja, unterhalb von unserem Haus. Höchst. Ja, und da gibt's Frühlingszwiebeln, die da einfach wild wachsen. Ich hab 24 herausgeholt. 24 Frühlingszwiebeln? Ja. Ach da, jetzt weiß ich, wo du meinst. Ja. So. Siehst du? Ja, dann komm ich immer zu dir, mein Schatz. Ich komm schlafen. Gehst du aus dem Bett? Nein! Du hast nicht mehr geschafft, voll aufzustehen. Voll knuddelig. Ich wollte flüchten. Oh. Guck mal, direkt 150 Gold dafür verdient. Dafür habe ich doch mal einen Schmatzer verdient. Ich habe sogar welche zur Seite gelegt. Also 150 Gold ist verdammt günstig für Sex in dieser Welt. Hallo, ich bin gerade aus dem Angeltrip zurückgekommen. Achso, die Angeltrip-Sache. Ach, der Kram, ja, das können wir dann auch schnell überspringen. Moment mal, als du gehostet hast, habe ich die Angelquest nicht bekommen. Und jetzt, wo ich hoste, kriegst du die Angelquest? Keine Ahnung. Ich habe bei mir mit dem Bett geschlafen, vielleicht lag's daran. Hättest du mal bei mir geschlafen, ja? Das ist vermutlich nicht wert gewesen. Man muss halt erstmal die Angel benutzen, um eine Angelquest zu kriegen. Krieg eine Geode gefunden. Ha! Perfekt, dann wird sich Clint noch schnell bei dir melden. Ja, aber nicht bei dir. Nur bei mir. Oh, ich muss überleben. So, man kann auch nur ich kommen. Geoden öffnen, oder? Das halte ich für ein Gerücht. Ach, wie süß, jetzt erklärt einem auch noch das Spiel, wie das funktioniert. Das hat das letzte Mal, wo ich nicht gehostet habe, nicht. Da musste ich alles selbst wieder raus. Die Steuerung? Ja, ja. Okay, das ist kein Urteil. So, ich habe erstmal jetzt hier, kann man auch unten rausgehen, ohne dass da jetzt viel Sachen im Weg ist. Also man muss immer noch durchs hohe Gras, aber man kommt zumindest durch. Hottes Lachs. Ja, vielleicht darf ich dann auch noch ein bisschen wegmachen. So, da gibt es hier zumindest mal einen Weg durch. Wenn du jetzt weiter angehst, dann gehe ich doch schon mal Sachen holen, hier einkaufen und so. Ach, die habe ich noch nie... Lol, du bist Pierre? Lol. Dem habe ich nie Hallo gesagt im Singleplayer, sehr gut. Der war der, der mir im Singleplayer gefehlt hat heute. Sehr schön. Ich habe den halt nur eingekauft, aber nichts weiter. So, Tulpenzwiebeln, Grünkohlsaat, Zierlauch. Tja, das war's. Können wir noch ein paar Tulpenzwiebeln kaufen. So, der Elliot. Ah, die Brücke müssen wir noch machen. Der Elliot. 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 Elliot, würde ich sagen. Die Schwuchtel. Nein, Gott. Sag mal, der Trans-Typ. Du nennst den so. Ich finde, es ist einfach nur ein Mann mit langen Haaren und Mann mit langen Haaren ist nicht automatisch homosexuell. Das ist, aber das ist ein Mann mit langen Haaren, den man nicht ansieht, dass er ein Mann ist und der anscheinend schönere Haare hat als die Frauen in dem Dorf. Das ist schon merkwürdig. Es gibt viele Männer, die haben schönere Haare als Frauen und ich bin jedes Mal verdammt neidisch. Ich habe nur, glaube ich, schönere Wimpern als meine Freundin. Zumindest sagt sie das. Okay, wenn sie das sagt, dann darfst du das auch sagen. Ich habe halt relativ lange Wimpern tatsächlich. Ich habe so lange Wimpern, dass ich von innen immer gegen dieses Brillenglas komme, was mich voll nervt. Echt? Oh, wie cool. Ja, das Problem ist, da hast du halt entsprechend noch Tabs auf dem Brillenglas nach dem Tag. Ja, aber das ist doch, das ist voll hübsch. Es ist aber voll nervig. Es ist halt voll nervig. Achso, ich wollte jetzt meine Angel holen. Ich hätte das auch gern. Vielleicht habe ich auch die Brille einfach zu nah am Auge. Das ist die andere Option. Da ist der Felix. Ich würde sagen, ich habe einen Plum gehört. Hallo? Da bin ich, ja. Hier, ich bin da. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, du hast halt nur so lange nicht reagiert. Also du hast eine Weile gebraucht dafür. Du bist auch schon online. Ich bin schon im Spiel, ja, also. Ja, also du bist schon gehört von Leuten, die uns nicht zugucken. Wir sind schon live, das meinst du damit? Achso, ne, dann ein Hallo an alle, die nicht zuschauen. Ja, also die nicht zuschauen. An die Zuschauer nicht, nur an die nicht zuschauen, das ist logisch. Ich habe ja auch ganze null Zuschauer entsprechend. Ja, deswegen habe ich ja jetzt gesagt, alle, die nicht zuschauen. Aber ich krieg die Anleitung auch, wie ich fische. Oh, what? Soll ich dich jetzt einladen, Felix? Das wäre eine Option. wie komme ich in das Steam-Menü? Oh ne, warte mal, ich kann in die Option. Ja, ich habe schon. Ich habe es gerade realisiert. So, wo bist du denn? Ach stimmt, ich muss ja. Was? Wir haben die Monsterform genommen, nicht, dass du dich wunderst. Okay. Sprich, ab 20 Uhr kommen ab und zu mal Monster. Also okay. Monster hast du viel gesagt, bisher waren es Fledermäuse. Ja.
Gibt es auch sowas wie Zombies, die aus dem Boden aufstehen und so? Echt? Das hab ich gar nicht gesehen. Aber die sind halt langsam, das ist nicht so gefährlich dadurch. Wie gruselig. Noch was Tolles an Facecam. Ich kann zeigen, dass ich ganz tolles Ahornwasser trinke. Was ist denn Ahornwasser? Ich kenne nur Ahornsirup. Eine abscheuliche Erfindung von irgendeiner Hipsterbewegung. Der Kram kostet eigentlich im Originalpreis 1 Euro für... Warte mal, wie viel ist denn da drin? Ich sehe es gerade nicht. 330 Milliliter. Zahlst du 1 Euro für Ahornwasser. Und es ist irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Zutaten steht nur Ahornwasser aus biologischer Landwirtschaft. Und ich vermute, es ist Ahornsirup mit Wasser. Es schmeckt leicht süßlich und so ein bisschen nussig. Sag ja, Ahornsirup mit Wasser. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist absolute Verarsche. Ich habe es ja nur über Foodsharing gekriegt, deswegen besitze ich es. Aber es ist es wirklich. Moment, da unten, wir müssen doch wieder gucken, ob Frühlingszwiebeln neu da sind. Ich glaube, die wachsen nicht jeden Tag an der Stelle, oder? Echt? Doch, die sind jeden Tag zufällig wieder neu da. Gehst du oder soll ich? Bin schon auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich befreie unseren Grund und Boden von... Tatsächlich fand ich, glaube ich, Lea immer die angenehmste von den ganzen Leuten. Hast du die geheiratet? Ich bin nie zum Heiraten gekommen, aber ich glaube, die hätte ich genommen. Ich konnte mich, wie gesagt, nicht entscheiden. Also ich habe schon mal 3 gefunden, aber die könnte ich auch übersehen haben. Aber die habe ich nicht übersehen. Die sind auf jeden Fall neue. Übrigens kann man Seetang essen, ne? Gras. Ja, du hast doch eine Sense. Du meinst, dieses Heu-Silo brauchst du? Ich habe keine Sense. Natürlich hast du eine Sense. Also ich habe eine Sense. Ich habe keine Sense. Ich habe eine Sense von Anfang an. Dann hast du den weggetan. Das kann sein. Was habe ich denn damit gemacht? In Kiste? Sollen wir uns ein Silo schon besorgen, was zu befüllen, während wir Sensen? Das ist doch super schnell voll, oder? Na, also zumindest hatte ich das Gefühl, das ist extrem schnell voll. Das braucht man nicht auf Vorrat machen. Ich habe weiße Augen. Moin. Haben nicht alle Leute weiße Augen? Bis auf die tatsächlich, Pupille. Ich habe meine Sense abgelegt. Ja, das war nicht schlau. Nein, sie hat nicht weiße Augen. Du bist also ein Zombie, ne? Geil. Oder bist du einfach blind? Das ist die andere Option. Ja, hat jemand von euch noch Energie? Ich habe noch bisschen. Voll Energie. Kannst du da mal... Nee, das ist blöd, das ist außerhalb der Reihe. Kannst du neben den Bohnen mal noch ein Loch schlagen und Wasser reinkippen? Regnet's. Das ist gut. Ich gehe ins Bett. Helfe ich dir mal, weil jetzt... Zeit lang geklappt wird. Da kann ich mir ja fast eigentlich das Gießen sparen, oder? Nein. Wenn du nicht nee, gießt. Das gilt ja immer nur für den Tag, wo. Genau, es geht um heute, dass heute gegossen ist. Wollt komm, gib mal Gas. Mal ist schon null. Ja, ich warte. Ich hätte halt gegossen und du sollst die Pflanzen machen, aber er hat halt nicht. Achso, er hat ja noch die Pflanzen. Ja, hat er Benny auch gerade schon gesagt, ne? Oh, sorry. Man kann es nicht oft genug sagen. Was machst du jetzt in meinem Bett? Ich komme mal zu dir. Ach so, und? Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe einen Fisch. Aber ich kann nicht schlafen, wenn du ich riechst einen Fisch in der Hand halte. Du riechst aber ganz schön nach Fisch, Mädchen. Geh ich mal waschen. Ich kann nicht bei dir schlafen, wenn ich einen Fisch in der Hand halte. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Du musst den Fisch wegnehmen, dann kannst du schlafen. Echt? Ja. Du kannst nicht mit Fisch im Bett liegen. Du kannst nur den Fisch schnell rausholen. Wenn du munter wirst. Sammeln Stufe 1. Wieso hast denn du Sammeln Stufe 1 gekriegt? Ich habe einen Haufen Zeug gesammelt. Ich habe viel mehr gesammelt als du. Aber ich habe die Frühlingszwiebeln und alles geholt. Schweinerei. Du holst halt immer nur das Gleiche und ich hole Abwechslung.